Ich rufe dann auf 4.4, den Antrag der CDU-Fraktion, Starkregen in Wandsbek zusammen mit dem Änderungsantrag unter 4.4.1 von der Linken. Wer wünscht das Wort? Herr Weiske, dann dürfen Sie sprechen. Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Sie erinnern sich sicherlich, dass wir im November 2018 bereits einen Antrag zu Extremwetterlagen eingebracht haben. Im Dezember 2018 haben Sie von der SPD und den Grünen auch einen Antrag für Extremwetterlagen eingebracht. Unser Antrag wurde von Ihnen abgelehnt und Ihr Antrag wurde bis heute vom Bezirksamt Wandsbek nicht vollständig bearbeitet. Den Punkt 3 Ihres Petitums, einen Referenten der Fachbehörde zum Thema Regeninfrastrukturanpassung, kurz RISA genannt, in den UGV zu senden, ist erfolgt. Zu den Punkten 1 und 2 des Petitums haben wir vom Bezirksamt Wandsbek noch nichts gehört. Nach dem Bezirksverwaltungsgesetz müssen Fachbehörden innerhalb von 6 Wochen Stellung zu den Anträgen nehmen. Dieses gilt für das Bezirksamt wohl nicht. Man kann die Anträge Monate bzw. Jahre aussetzen. Wir haben daher mit unserem Antrag noch einmal konkretisiert, was die Bezirksversammlung von der Verwaltung und den Fachbehörden wissen möchte. Und damit es nicht mehr so lange dauert, wünschen wir in regelmäßigen Abständen Zwischenergebnisse. An einem Beispiel wollen wir Ihnen deutlich machen, was wir meinen. Der Bebauungsplan Bramfeld 65 hat eine Oberflächenentwässerung vorgesehen. Mit einem Rückhaltebecken. Dieses Rückhaltebecken liegt an der Straße im Soll. Bei dem Starkregen am 6. August sind die Wassermassen von der Straße auf das Grundstück neben dem Rückhaltebecken geflossen. Das Rückhaltebecken blieb leer. Auf Rückfrage, warum das Wasser nicht in das Rückhaltebecken geflossen ist, wurde geantwortet, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und dies zeigt unser Problem im Dezernat 4. Das sind die Stadtplanung, die Straßenplanung und die Wasserwirtschaft. Die sind dort zusammengefasst. Und vielleicht hätte das Problem von dort erkannt werden können. Die Fachleute von Riese-Projekt haben bereits 2013 in einem Bericht dies bemängelt und die Verwaltung und die Fachbehörden und die Bezirke aufgefordert, diesen Mangel abzustellen. Wir haben den Vorschlag der FDP, einen runden Tisch einzurichten, in das Petitum aufgenommen. An diesem runden Tisch soll die Verwaltung den Fraktionen und den Betroffenen die bisherigen Grundlagen, Erfahrungen und Planungsinstrumente zum Starkregen erläutern und daraus gemeinsame Lösungen erarbeiten. Bis die Lösungen erarbeitet sind, wollen wir von der Verwaltung wissen, wie in Zukunft die Zusammenarbeit der Fachämter erfolgt, und von den Fachbehörden wollen wir erfahren, wie sich die Gefahrenabwehr aktuell gestaltet und wie sie zukünftig verbessert werden kann. Und nun hören Sie mal genau zu. Damit werden wir zukünftige Gefährdungen von Personen und überflutete Keller unter Führung Tiefgaragenbahnhöfen minimieren. Dies ist übrigens ein Zitat aus dem Koalitionsvertrag auf Landesebene 2020 von SPD und Grünen zur Regeninfrastrukturanpassung. Wir bitten daher um Ihre Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Eine Wortmeldung habe ich schon gesehen, Frau Wolf von der FDP-Fraktion. Ja, vielen Dank. Wie Sie schon gehört haben, wir hatten schon Kontakt, weil das ein Antrag ist, der uns auch sehr entgegenkommt. Das Thema Starkregen ist ein steigendes Thema, nicht nur beim Wasser, sondern auch in der Häufigkeit. Wir haben uns sehr gefreut, dass die CDU die Empfehlung, den runden Tisch zu installieren, mit aufnimmt, weil wir in den letzten Monaten auch an den Infoständen, das werdet ihr auch erlebt haben, sehr viele Bürger hatten, die sehr viele eigene Erfahrungen gemacht haben, die über die Verwaltungsexpertise hinausgeht.
Ein Punkt, der uns auch ganz wichtig ist, an den Infoständen haben wir Fotos gesehen, wie zugewuchert Rückhaltebecken sind und Vorflutbecken sind und so. Also da muss man sich überhaupt nicht wundern, dass das Wasser hochkommt, weil es hat überhaupt keine Chance abzulaufen. Und wir werden dem Antrag zustimmen und danken dafür, dass es in die Spur gebracht wurde. Vielen Dank. Dann habe ich gleich als nächste Wortmeldung Herrn Schünemann von der SPD-Fraktion. Ja, meine Damen und Herren, Starkregenereignisse können große Schäden verursachen und das konnten wir ja gerade betrachten bei den Unwettern am 10. September und am 6. August hier bei uns in Wandsbek. Das Ereignis am 6. August zum Beispiel, dass der Sasel hereinbrach und den Wiesenweg unter anderem flutete, das kann in einer 12-stufigen Klassifizierung der Starkregenereignisse mit dem Starkregenindex 8 bis 9 eingeordnet werden. Das geht, wie gesagt, bis 12. Bei Ereignissen dieser Art handelt es sich um außergewöhnliche, extreme Starkregen, die prinzipiell an jeder Örtlichkeit zu Überflutungen führen können. Seit den 80er Jahren baut Hamburg Wasser mächtige Kanäle mit Querschnitten bis zu 4 Metern im Schildvortriebsverfahren ein Netz von Wasserautobahnen. Zwischen 1990 und 2020 entstanden für rund 700 Millionen über 25 Kilometer neue Sammler- und Transportsiele und 10 Rückhaltebecken in 4 Entlastungsprogrammen. Für die Außenbezirke hier bei uns gibt es ein eigenes System mit 360 natürlichen Regenrückhaltebecken in der Zuständigkeit der Bezirke. Und das vielfach Gräben und natürliche Gewässer als Siele nutzt und auch auf Versickerung und Verdunstung setzt. Starkregenfälle der Stufe 1 und 2 können sicher abgeleitet werden. Das sind rund 90% der Regengüsse. Doch die Wassermassen von Starkregenereignissen können nicht mehr über die vorhandenen Siele aufgefangen werden. Darum sind auch andere Systeme notwendig und es muss angestrebt werden, Wasser in offenen Anlagen wie Tiefbeeten oder Mulden zu fassen, in denen es versickern oder kann oder zurückgehalten wird. Auch können unkonventionelle Systeme in Betracht kommen, wie zum Beispiel die Fahrbahn selbst als Gerinne auszubilden. Was wird bereits getan? Der Senat verfolgt das Ziel, Hamburg zu einer klimaresilienten Stadt zu entwickeln. Es geht um Lösungen für eine zukunftsfähige Regenwasserbewirtschaftung, die Hamburg Wasser zusammen mit der Umweltbehörde seit 2009 mit dem Projekt RISA Regeninfrastrukturanpassung verfolgt. Es geht um wassersensible Lösungen für alle Bereiche der Stadt bei Neuplanung und Bestand auf privatem und öffentlichem Grund. Die Stadt soll die Wassermassen wie ein Schwamm aufnehmen und dann verzögert abgeben. Und das gelingt zum Beispiel durch ober- und unterirdische Rückhalteräume oder auch über Gründächer. RISA soll die Gräben und Siele entlasten und zugleich anerkennen, dass Silo- und Grabensysteme nur bedingt Schutz vor Starkregen bieten können. Es geht um das Versickern, Verdunsten und Benutzen und Speichern von Regenwasser vor Ort. Ein Beispiel aus Wandsbek. In Volksdorf wurde die Straße Wiesenhöfen so umgebaut, dass sie Wasser in den angrenzenden Ohlendorf-Park leiten kann und die Keller nun verschont werden. Es wurden interdisziplinär und mit Unterstützung durch Universitäten, Ingenieursbüros Konzepte und Lösungen erarbeitet. Es wurden im Bereich von Siedlungswasserwirtschaft, Stadt- und Landschaftsverkehrs- und Gewässerplanung alle Aspekte einer zukunftsfähigen Regenwasserbewirtschaftung zusammengeführt. Das Projekt RISA wurde 2015 mit dem Strukturplan Regenwasser 2030 abgeschlossen und der als Leitlinie für das Handeln von Verwaltern, Planern und Grundstückseigentümern dient. Außerdem hat die Umweltbehörde 2014 die Hafen-City-Uni beauftragt, einen Leitfaden zu erstellen. Der richtet sich an Hauseigentümer, Bauherren und Planer und ist Bestandteil auch des Klimaplans. Wir glauben daher, dass der runde Tisch, mit dem Sie Ihren Antrag in letzter Minute noch kurzfristig und etwas eilig wohl versucht haben anzudicken, nicht das geeignete Instrument ist, um hier irgendetwas zu verbessern. Er zielt nicht auf die Probleme ab, die die vielen Menschen in unserem Bezirk im Gebäudebestand haben. Vielmehr soll er den Erkenntnisstand der letzten 10 Jahre aufarbeiten
und Lösungen für zukünftige Planungen vorschlagen. Doch wie man in Zukunft am besten klimaresilient baut, das ist wie gesagt längst auf einem sehr hohen wissenschaftlichen Niveau erarbeitet worden und längst in die Bauleitplanung und auch in Straßenplanung der Bezirke eingeflossen. RISA sieht auch vor, Grundeigentümer auf ihre Eigenverantwortung hinzuweisen. Dazu gibt es die Starkregen-Gefahrenkarte als im Internet, eine Broschüre und es gibt von Hamburg Wasser live in Echtzeit eine Regenkarte, wo man das alles auch im Archiv nachvollziehen kann, was da wo passiert. Durch verschiedene bauliche Konstruktionen kann von Eigentümerinnen und Eigentümern verhindert werden, dass Oberflächenwasser ins Gebäude gelangt. Viele haben das auch schon getan. Ich war gerade bei zwei Familien in der Von-Suppé-Straße in Rahlstedt und da kann man das auch alles besichtigen. Hamburg hat, ich habe es dargestellt, einen großen Instrumentenkasten zusammengestellt und darum stimmen wir den Petita 1 bis 4 und auch dem Zusatzantrag der Linken zu, um uns das hier alles im Ausschuss einmal genau vorstellen zu lassen. Zwei kleine Änderungen haben wir noch, statt der zuständigen Ausschüsse in erstens und viertens soll es bitte heißen, in den Kuff unter Hinzuladung des Planungsausschusses, damit wir hier keine Doppelbefassung haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner habe ich Herrn Reich von der AfD-Fraktion. Ja, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Mitglieder der Bezirksversammlung, liebe Bürger. Ich kann es kurz machen. Was Herr Weiske und Frau Wolf schon vorgetragen hat, kann sich unsere Fraktion natürlich kolossal anschließen. Wir sehen es genauso wie Sie. Eine Ergänzung hätte ich noch, und zwar ist ein Aspekt bisher sehr nicht berücksichtigt worden, und das ist die Nachverdichtung. Die Stadt Hamburg wächst bald bei 2 Millionen Einwohnern, aber man vergisst dabei ganz deutlich, dass Boden- und Flächenversiegelungen vorgenommen werden. Und dieser Aspekt muss deutlich berücksichtigt werden. Für uns gilt immer das wichtigste Ziel, Schäden zu verhindern. Die Bürger bauen darauf, dass die Politik alles dafür tut, um präventive Lösungsmaßnahmen vorzunehmen, damit die Gefahr, die uns durch die Naturgefahren drohen, beherrschbar bleiben. Wir sollten uns nicht immer erst einer Katastrophe überlegen, wie man Menschen aus ihrer Not helfen kann. Wir müssen es stattdessen besser vorsorgen, damit die Menschen gar nicht erst in Not geraten. Das heißt, die Menschen besser schützen. Darum muss es doch gehen. Und deswegen stimmen wir den Antrag zu. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächsten Redner habe ich dann Herrn Behrens für die Fraktion Die Linke. Ja, um es kurz zu machen, scheinbar rennen wir damit auch offene Türen ein. Wir stimmen dem Antrag natürlich auch zu und hatten das von Anfang an vor, weil er im Grunde genommen genau reflektiert, dass das ein Problem ist, was also ein Querschnittsproblem ist über verschiedene Bereiche, das sehr komplex ist. Das geht eben davon, von der Bauplanung darüber, dass also die Instandhaltung und die Oberflächengewässergeschichten gemacht werden. Das hängt aber auch damit zusammen, wie wir jetzt an den jüngsten Ereignissen gesehen haben, dass also ganz banale Gebiete, die bisher völlig unauffällig waren, plötzlich durch diese dramatischen Starkregengeschichten dann gefährdet werden und dass da einfach praktisch in der jetzigen Situation für die Leute eigentlich gar nichts getan wird. Also Herr Schönmann hat sehr gut ausgeführt, dass es theoretisch eine ganze Menge Sachen gibt, die Planer in der Stadt sind durchaus aktiv geworden. Die Wissenschaft hat entsprechende Dinge, nur komischerweise merken wir nichts davon. Also 2016 ist der Wiesenweg abgesoffen. Wir haben hier seinerzeit die Probleme um die Berner Au und das Überschwemmungsgebiet ausgiebig diskutiert. Wir haben hier einen Beschluss gefasst, dass diese Oberflächengewässersysteme vom Bezirk entsprechend ertüchtigt werden sollten und geguckt werden, ob da irgendwelche Schwachstellen sind oder was gemacht ist in einem 5-Jahres-Zeitraum. Und wir stellen jetzt fest,
dass nichts passiert ist. Insofern der Antrag fordert eben, dass mal wirklich diese Bestandsaufnahme gemacht wird und wir werden mal konkret sehen, diese ganzen Plansachen werden eigentlich umgesetzt. Nicht? Und jetzt gibt es also dieses tolle Instrument, Starkregen-Gefahren-Gefährdungskarte, wo das alles wunderbar drauf aufgeführt ist. Und da stellt man also fest, Anwohner im Hartje-Rüther-Weg, wir haben die Eingabe vorliegen, ich war dort von Ort, stellen also fest, dass planmäßig ihr Kellergeschoss zur Entwässerung dient. Das nämlich also über die Tiefgaragenabfahrt durch den Keller, der 1 Meter hoch stand, das Ganze in die dahinterliegende Grünanlage fließt. Und es ist auch ein bekanntes Problem, genau wie in der Hennebergstraße, und es ist bisher nicht passiert. Deshalb müssen wir wirklich eben auch genau die Dinge behandeln, die im Antrag dann gefordert werden. Und ich schließe jetzt, damit wir für unseren eigenen Antrag noch entsprechend Zeit haben. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, Herr Döscher hatte sich gemeldet für die Fraktion Die Grünen. Werte Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauerinnen, bei der ganzen Einigkeit, die ja offensichtlich besteht, weil der Schönemann ja auch schon erläutert hat, werde ich versuchen, mich kurz zu fassen. Erst einmal möchte ich CDU loben für das Petitum, nicht für das Petitum, für den Sachverhalt und mich dafür bedanken, dass Sie auch mal aufgeschrieben haben, was die Stadt schon alles macht und was der Senator alles schon umsetzt. Deswegen können wir uns das gerne nochmal in den Ausschüssen anhören. Dazu dann nochmal zu der Ergänzung von Herrn Schünemann. Wir können auch gerne neben in den KUF noch Planungsausschuss und Mobilitäts- und Wirtschaftsausschuss hinzuladen. Das würden wir ergänzen. Deswegen würde ich jetzt auch gar nicht nochmal inhaltlich auf die Punkte eingehen, weil das hat Herr Schünemann ja schon sehr länglich gemacht und da ich habe gesagt, wir sind uns da sehr einig. Ich würde nur einmal kurz auf die Widersprüche der CDU aufmachen wollen. Gerade eben noch beim Treudelberg gehört, wie doof doch Gründächer eigentlich sind, hört man auch immer wieder im Planungsausschuss, die machen sich immer wieder darüber lustig. Es ist eine wichtige Maßnahme zur Anpassung an Starkregenereignisse und trotzdem machen sie sich immer wieder darüber lustig. Das ist sehr widersprüchlich und auch übrigens bei weiterer Verteilung von Flächen, wenn wir jetzt zum Beispiel über den Berner Herweg reden, da geht es ihnen dann auch immer darum, Hauptsache ausreichend Flächen für den Autoverkehr, Flächen für zusätzliche Bäume, wie jetzt die neue Straße der Zukunft in der Königstraße, möchten Sie dann immer nicht. Also sollten Sie vielleicht nochmal Ihre Widersprüche aufklären. Und zum Schluss würde ich noch einmal kurz auf Herrn Reich eingehen wollen. Es ist echt lächerlich, dass Sie hier sagen, wir müssen Vorsorge machen und Schäden verhindern. Dann sollten Sie vielleicht endlich mal einsehen als Ihre Partei, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt und aufhören, den zu leugnen. Dann können wir verhindern, dass es noch schlimmer wird. Aber Ihre Partei ist wissenschaftsfeindlich, deswegen verstehe ich auch nicht, wieso Sie diesem Antrag zustimmen, weil dieser Antrag ist ein Referat über Fakten und die lehnen Sie doch immer gerne ab. Gibt es weitere Wortmeldungen an dieser Stelle? Das sehe ich nicht. Dann habe ich jetzt verstanden, beziehungsweise wir müssen noch sozusagen einmal darüber reden, es gibt ja den Änderungsantrag der Linken dazu. Da frage ich mal den Antragsteller, ob er das übernehmen möchte in einer Art und Weise. Das möchte er nicht. Zur Geschäftsordnung, Herr Weiske. Nein, wir werden den Antrag so in der Form nicht übernehmen. Und zwar gibt es in Punkt 3 Einfügung von Alarmkonzepten, die werden in der Bürgerschaft geregelt. Da haben wir mit dem Bezirk überhaupt nichts zu tun. Und jetzt schon Referenten auszusuchen, finden wir also etwas zu früh. Denn wir sollten erst mal am runden Tisch erklären, was wir dann überhaupt dort, was für Referenten wichtig sind.
Von Riesa haben wir schon die Referenten erhalten. Die Wasserverbände haben hier im Bezirk gar nichts zu tun. Das ist nur im Vierlande was zu tun. Und Herr Schünemann, Ihnen muss ich mal gerne sagen, ich mache schon diese Problematik mit der Entwässerung seit 25 Jahren. Nämlich zum ersten Mal, als die Rheinstädte Höhe Gräben gebaut hat. Ich weiß genau, wovon ich rede. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Weiske. Dann müssen wir aber einmal über den Änderungsantrag abstimmen, weil er nicht übernommen werden soll. Wer möchte denn diese Ergänzung in diesen Antrag einpflegen? Den bitte ich um das Handzeichen. Die Linke, das ist SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? Frau Heger auch. Entschuldigung. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU, das ist die FDP und die AfD. Dabei ist aber trotzdem diese entsprechende Einfügung dort erfolgt. Das habe ich gar nicht gefragt. Entschuldigung. Ja, dann hat sich die FDP enthalten. Das haben wir jetzt klargestellt. Gut. Punktweise Abstimmung ist beantragt und eine Ergänzung im Petitumspunkt 1, dass es heißen müsste in Richtung KUF und Hinzuladung Planung, habe ich verstanden. Ist das richtig? Und MOVI. Gab es weitere Wünsche sozusagen redaktioneller Art oder inhaltlicher Art der Geschäftsordnung? Bitte? Bei viertens soll das ebenso ersetzt werden. Okay. Weitere Wünsche sehe ich dann in dieser Form so nicht. Dann würde ich jetzt einfach mal die einzelnen Punkte aufrufen. Wer möchte Punkt 1 seine Zustimmung geben, die bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe, Enthaltungen, das ist erkennbar einstimmig. Punkt 2, wer möchte hier zustimmen, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe, Enthaltungen, auch das ist einstimmig. Wer möchte Punkt 3 seine Zustimmung erteilen, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe, Enthaltungen, auch das ist einstimmig. Punkt 4, wer möchte hier zustimmen, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe, Enthaltungen, auch das ist einstimmig. Wer möchte dem letzten Punkt 5 zustimmen, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe, Enthaltungen, bitte. Gegenprobe. Nee, wir fangen das jetzt nochmal an. Entschuldigung, das war jetzt nicht so richtig aufmerksam. Entschuldigung. Wer möchte dem Punkt 5 seine Zustimmung erteilen, wie nun das Handzeichen? Das ist die Linke, das ist Frau Heger, das ist CDU, FDP und AfD. Wer stimmt dagegen? Grüne, SPD. Genau, damit ist der Punkt abgelehnt. Und genau, der neue Punkt 6, genau. Wer möchte Punkt 6 zustimmen, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Linke, das sind die Grünen, das ist die SPD. Wer stimmt dagegen? CDU, FDP und AfD. Wer? Frau Heger hat auch zugestimmt. Gibt es Enthaltungen? Die gibt es bei der FDP. Damit ist aber auch dieser Punkt mehrheitlich zugestimmt worden. Vielen Dank.